Zeitmaschine schlechthin, werden wir Ihnen im Einzelnen noch vorstellen. Zusammen aber mit dem neuen MDR und beide zeigen Ihnen einmal die Besonderheit des Mekkalack-Arms, der zum einen eine enorme Reichweite hat, zum anderen aber auch direkt ganz eng an der Maschine arbeiten kann, integriert in Seitenversatz direkt außerhalb der Kontur der Maschine. So the Mekkalack arm has the capacity to reach way out in the front, as we saw here on the 6MCR, and bring the arm very close to the chassis. Here now, the 6MCR is using the hydraulic offset arm to pick up materials beyond the machine's natural contours. So if you're digging a trench beyond a slope or a wall or laying pipes, there's nothing that the 6MCR cannot do. Beide Maschinen haben einen enorm engen Höhenkreis, und das ist ja sehr wichtig, wenn man mit den Maschinen im innerstädtischen Bereich arbeitet. With the boom arm folded back in a full 360 degree rotation, you can work in very tight confined spaces. Und wir möchten Ihnen jetzt etwas vorstellen, was es seit 1984 serienmäßig gibt bei Mekkalack Baumaschine mit den hydraulischen Schnellwechsler. Er hat den Namen Connect und er damals wie heute galt, er muss drei Features erfüllen. Er muss schnell sein, kompakt und sicher. Und wie sicher er ist, sehen Sie hier. And all Mekkalack excavators are equipped with the Connect Quick Coupling. Connect is compact, it is light and safe, as you can see here. You'll never lose a tool with the Connect. Und unser Connect Schnellwechselsystem ist reversibel. Das heißt, Sie können das Anbaugerät um 180 Grad schwenken in Sekundenschnelle. Auch das eine Besonderheit bei Mekkalack. And it's simple to attach the tools and quick and easy to switch out from one to another. And as you can see here, our buckets are reversible. Das verwendet man zum Beispiel dafür, wenn man mit dem Löffel unter Kabel oder kleine Rohre durchgreifen muss. Wir wechseln schnell die Szenerie von diesen beiden vielseitigen sind noch eine recht neuen Baggerlader Serie TLB 990 ist jetzt im Ring. And the TLB 990 has a turning